Ich bin ganz viel Aufzug gefahren, um jetzt Treppe laufen zu dürfen. Ja. Ja. Aber interessant ist, okay, noch nicht weitergehen. Okay. Dass dieses die Queen muss man ja auch so sehen. Vielleicht ist es einfach nur wirklich die abgekürzt, um eben DIE im Deutschen darzustellen, ne? Kann auch sein. Weil mit deiner Argumentation kommst du nämlich auch leider nicht an das amerikanische oder englische überhaupt Mirror B Run. 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 Ihr Hein und Blöd werden wahrscheinlich auch total anders heißen. Das kann sogar sein, ja. Übrigens kommt das Mino so vor, da sehen die so ein bisschen aus wie die Turrets aus Portal. So ganz leicht, ja, doch. Nebenbei, hier würde ich, mich schon mal auf... Nö, einfach nein. Hab Spaß. Nur viele böse Kämpfe und so weiter einstellen, okay. Machen die Funken mir eigentlich in dem Spiel auch Schaden? Nö. Gut. Mal schön hübsch. Das stimmt wohl. Ich glaube, ich möchte erstmal hier rumlaufen, weil doch bestimmt eine Box ist. AP Plus, okay. Und dann dürfen wir im Inventar ziemlich voll sein. Weil ich KP Plus schon. Egal. K10. Perfekt. Die Daten dieser CD-ROM sind vollständig gelöscht. Es läuft also alles nach Plan. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal überhaupt synchronisiert hatten. Gab es den schon mal in der Sprachversion? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Gut, dann hat er jetzt diese Stimme. Das... Wenn du meinst. Das passt so gar nicht zu ihm, deswegen. Mhm. Mach's besser. Das sei übrigens eine Aufforderung. Ja, ja. Huch, ich habe euch gar nicht kommen hören. Das ist kein alter Sack. Ist auch kein alter Sack, nein. Er hat nur braune Haare. Wollt ihr dieses langweilige Leiden? Okay, das geht besser. Nun denn, treffe ich also endlich auf den ach so berühmten Ego. Ich hielt, wie ich gestehen muss, euer Eintreffen hier für höchst unwahrscheinlich. Mein Name ist Culper, Professor Culper. Ich bin der Leiter dieses kryptischen Pokémon-Labors. Und ich dulde keine Störelemente wie euch, die versuchen, den kryptischen Pokémon-Plan zu vereiteln. Lasst mich euch nun die Macht meines kryptischen Pokémon vorführen. Berechnend, berechnend. Hab Spaß. Ja, danke. Kein Mitleid, ich hab diesen Kampf selber machen müssen. Du hättest mir das Leid vielleicht ersparen können. Nö, das fand ich jetzt zu witzig. Außerdem dreht sich dein Mikro schon wieder von dir weg, wie es aussieht. Mein Mikro hängt an derselben Stelle vor meiner Fresse wie sonst auch. Du wirkst halt wieder etwas leiser. Kann auch sein, weil du angeatmet hast. Ja. Reingeatmet, wollte ich sagen. Oh mein Gott. Ja. Boah, Level 43 gegen Level 47 ist fair. Sagen wir so, wenn Keifel wenigstens schon eine Eisattacke könnte, hätten wir Altaria schon mal aus dem Spiel. Wenn Sneebel schon eine Eisattacke könnte, hätten wir Altaria aus dem Spiel. So kämpfe ich, glaube ich, eher Latuan. Oder? Wenn wir irgendetwas hätten, was Lantern besiegen könnte, wären wir aus dem Spiel. Ja, also Lantern ist erstmal das Wichtigere, würde ich auch fast sagen, ja. Ich kann es ja hypnotisieren. Wolltest du es versuchen? Das wäre eine Möglichkeit, ja. Wenn du denn vor ihm dran bist. Oh, das ist sogar. Ah, oh. Das war natürlich die nächste. Weil. Ja. Gut, das war unerwartet. Warum? Ich dachte, die wären logisch. Eis gegen Boden ist ja effektiv. Deswegen. Hat nicht mit einberechnet, dass du noch Eis bist dazu. Achso. Nebenbei dieses Lantern ist okay. Überhaupt nicht, nein. Das kann Hydropumpe und Donner, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar.
Ich stand die ganze Zeit mit meinem Arm voraus darum. Das war das Einzige, was irgendwie ein paar von deinen Attacken überlebt hat. Eissturm hat es gelernt. Gut, auf Altaria damit. Ja, hoch. Ach, auf beide geht das. Okay. Ach, stimmt, das geht auf beide. Soll mir recht sein. Ich versuche es noch zu hypnotisieren. Ja, Lanton muss unbedingt aus dem Spiel. Ah, ach, übrigens geht die Initiative runter. Das ist schon mal schön. Na, das macht sehr, sehr wenig Schaden. Was daran liegt, dass das eine Attacke ist, die auf beide geht, dann halbiert sich der Schaden auf beide auf. Okay. Wenn einer von beiden tot wäre und nur noch einer im Kampf wäre, würde voller Schaden auf den gehen. Oh, Damian Plex hält das auch nicht gut auf. Sei gefroren. Okay. Gut. Slowdown. Ja, der Regen ist sehr ressourcenintensiv. Mhm. Blöd, aber. So. Was soll man machen? Aber ich muss sagen, die Frostanimation glitzert so hübsch. Ja, fabulous. Ist das so wie in anderen Spielen, dass der jetzt, dass Damiaplex jetzt extrem Schaden bekommt, wenn es angegriffen wird, physisch? Ich bin mir gar nicht sicher, ob der ein bisschen mehr Schaden beim Angriffen kommt. Das Einzige, was klar ist, ist, dass er sich echt nicht bewegen kann. Hm. Du könntest ihm einfach ein Frostschutzmittel in den Hals gießen, oder? Oder ich schreie den Schnee weg, das geht auch. Vielleicht. Das geht nicht, nein. Aber du hast noch einen Eisheiler, glaube ich, dabei. Ja, klar. Zwei sogar. Vor allem, weil es einfach kein Auftauer ist oder sowas. Nee, es ist ein Eisheiler. Jo. Oder kein Feuerlöscher oder kein Brandschutz, irgendwas. Nein, nein, es ist ein Feuerheiler. Vor allem, weil das auf Englisch sogar auch Heiler heißt einfach. Das ist wie Paralyze Heal oder so. Okay. Das ist wirklich Heal. In anderen sind es irgendwelche. In anderen heißen die wirklich irgendwie. Ne? Die heißen einfach wirklich Heile. Mhm. Boah, das war glücklich jetzt. Was mit Regen daneben geht. Ich glaube, bei Regen haben Wasserattacken nochmal eine höhere Trefferchance. Okay. Donner hat auf jeden Fall jetzt eine etwa 100%ige Trefferchance im Regen. Ja, gut, nochmal Eissturm und ich glaube, das heile ich mal. Robo-TS. Ja, zur Abwechslung mal. So, es sollte wieder gehen. Heile ich das mal? Ich denke schon. Wen meinst du mit das? Damage-Packs. Ja. Ich hab da reiches Tafelwasser. Müsste? Mal gucken. Nee, nicht ganz. Nein. Also, Kumu-Milch wäre jetzt perfekt, aber die gibt's ja in dem Spiel nicht. Zumindest nicht bis zu diesem Zeitpunkt, soweit ich weiß. Hm. Na egal. Hoch. Hoch. Der kann sowas. Wie wir einfach beide hoch gesagt haben. Seit wann können meine Gegner ihre Pokémon zurückziehen? Seitdem jeder so gesehen Boss-Gegner das kann. Echt? Haben sie noch nie gemacht, glaube ich. Ja, weil noch nie die Notwendigkeit bestand. Zelda hat so noch keinen Boss-Gegner, der wirklich so auf Competitive-Taktik spielt. Oh, okay, jetzt ich kenne mich mit Competitive nicht aus, also wenn ich irgendwie Scheiße laber, das ist nur logisch. Tschüss! Ja. Eben, dass er wirklich spielt mit Lanthorn auf Donner, Hydro-Pumpe und Regentanz vor allem. Regentanz und Donner ist eigentlich wirklich eine Taktik, die man gerade bei der AI fast nie sieht. Okay. Ah ja, das macht eigentlich recht wenig Sinn, ne? Ja, pack's raus, wenn du mal hin bist. Ich kann nicht schaden. Und was haust du mit Krüppelschlag rein? Das geht immer. Gut, stimmt. Das regnet weiter. Okay, Masse. Ach, du kannst sogar noch mit Krüppelschlag reinhauen. Ja. Mal schauen, das Lanthorn oder das Alabis? Naja, mit Wasserattacken können die sich jetzt beide
könnte ich jetzt beide vollpumpen. Also ist Landhorn immer noch das größere Übel, soweit ich weiß, weil das auch Regentanz immer hat. Okay. Und Donner und den ganzen Kram, den sonst keiner braucht. Solange Landhorn Donner ist, kannst du nämlich Mantax komplett in die Tonne kloppen. Jo. Versuch ich nochmal zu hypnotisieren. Ja. Schaden dürfte dann mein Playstyle eh kaum machen. Es trifft. Weißt du, wie lange es hält? Meistens 2 bis 3 Runden. Nur. Und sicher gar nicht. Wie sich das lohnt. Das sind 2 bis 3 Runden, in denen kein Donnerschlag auf mich losgeht. Okay, ja. Ach Gott! Wow. Und jetzt Volltreffer auf dich selbst, oder wie das kommt. Das ist ganz cameos. Ja. Nö, alles ruhig geblieben. So. Dann das erstmal das alle bis weg. Oder? Eigentlich ist Landhorn immer noch das größere Problem. Also doch da drauf, okay. Alle bis einfach ignorieren. Von mir aus. Der Metplex ist doch, ja, ziemlich schnell. Mein Ziel war es halt wirklich, Landhorn handlungsunfähig zu machen. Bei der Alabis wirklich. Naja, ist nicht so. Geringer stark. Schaden austeilt als Landhorn und das um einiges. Oh, das war nice. Ja, hat dich selbst gefaltet, tatsächlich. Flexibel, macht Yoga. Ariad Origami, oder wie? Genau, ja. Hören wir nochmal beide auf Landhorn. Wenn einer nicht trifft, muss der andere treffen. Landhorn muss weichen. Oh, ich mein, Damoplex wird wohl treffen. Ich mach mir eher so ein Mariados, dass er selber haut. Die Gase muss platzen. Landhorn muss weichen. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder Altaria raus, weil er das Nibel fehlt, ne? Oh, ich bin gut. Ich bin einfach der eine. Der eine oder einzige. Ich hab's gewusst. Ja. Na, dann tanzt du mal. Oh, also konnte er auch Regen tanzen. War zu erwarten irgendwie, stimmt. War irgendwie zu erwarten. So, nein, ich nehme es nicht aus dem Furienmodus raus. Ja, macht doch mehr Schaden so. Eben. Ich weiß es denn auf Altaria, weil Altaria mit einem Eisstrahl Ariados komplett in Teile fetzen kann. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn es denn will, ist immer die Frage. Nö. Oder ist. Gut. Dann ist Ariados in der nächsten Runde immer eben tot. Das kommt jetzt eher auf Silber raus. Nö. Joa. Oh, ja. Erstaunlich, wie. Ja, vorhin. Natürlich wird das ein Volltreffer. Voll. Aber wir sind Landhorn los. Das heißt, wir können Mantax aussenden. Oh. Und zwangsweise noch nach Tara. Ja. Ich glaube, jetzt ist es wirklich mehr oder weniger die Heilen-Tanken-Strategie. Und selbst wenn, gegen die beiden, also gegen das Wasser-Pokémon, kommst du mit Mantax gut an. Weil jetzt praktisch Surfer für Alabis relativ wegfallen dürfte. Die Frage ist jetzt nur, wen greift Altaria an? Altaria wird Mantax angreifen, weil da Ariados stand. Ah, okay. Und da Mantax das Problem was aushalten sollte, ich würde mal sagen, Aquavelle auf Altaria? Lupstra ist zwar ein Stück stärker, aber Aquavelle hat die Chance auf Verwirren. Ach so, langsam? Okay. Ich weiß nicht. Dann werden wir sehen. Eben. Immerhin 3 Level Unterschied. Altaria ist ein Vogel. Gut, stimmt.
Und nach Tara macht, glaube ich, ein Biss. Ja? Ja, klar. Auf aller Biss, weil das dürfte noch was schneller sein als Altaria, glaube ich zumindest. Einfach rein. Jo. Oder auch nicht. Ja. Oh, Altaria hat so einen unglaublich starken physischen Angriff. Boah. Boah, nö. Alabis ist so ein Spielverderber. Ach ja, Dandara geht noch. Montags wäre es mies gewesen. Na. Warum ist das nicht sehr effektiv? Ich verstehe es nicht. Vielleicht doch eher Altaria, aber ist doch egal. Hättest du auch, aber... Mal. Ja, ich hatte jetzt den Eindruck, dass Altaria schneller ist als Altaria. Aus welchen Gründen noch immer. Auf dem Aquavelle, ja, ne? Ich... Jetzt kannst du auch Blockstrahl nehmen, das ist ein Stück stärker. Da ist die Chance auf Altaria umbringen. Ich... Oh nein, ich hoffe mal nicht, dass das passiert, was ich denke, was passiert. Mach einfach, ja, ist schon richtig. Altaria kaputt ist wichtig. Toll. Danke. Gut. Alabis denkt nicht drüber nach. Und nach Tara hält das locker aus, das ist. Was macht das jetzt? Das Selbsthauen, ne? Ja, ja, natürlich. Wie könnte es anders sein? Es ist immerhin nach Tara. Eben. Eines von den ursprünglich einzigen beiden unglaublich getreuen Pokémon, die du dabei hattest. Hm. So, Altaria fliegt immer noch. Aus Sega. Altaria wird unten sein, bevor was passiert, ja. Jo. Einfach alle auf Altaria. Und der Rest geht ja eh automatisch auf Alabis. Oder auf den nächsten, der da rauskommt. Mhm. Stimmt, der 5 Pokémon. Hehe. Natürlich. Hoppala. Ja, wie ich Alabis kenne, kommt der Surfer genau. Ja. Danke vielmals. Was hat man jetzt eigentlich? Wir hatten Raikou und Suicuna, ne? Ne, hatten wir nicht. Ich? Ne, Entei hatten wir. Das heißt, jetzt hat Raikou kommen. Höchstwahrscheinlich. Einfach mal, weil es der Logik entspricht. Aber hey, Altaria ist aus dem Spiel. Mhm, immerhin. Und Level 38. Das kriegt, glaube ich, gleich mal eine Limo. Dieses unglaublich billige Getränk. Huch. Oder vielleicht nochmal was gegen die Bewirrung. Dürfte jetzt eh ausgetragen sein. Golbert und die beiden Wasser-Pokémon sind eigentlich echt der Grund, warum. Beziehungsweise Golbert und Alabis sind echt die beiden Pokémon, warum ich mein, Ampharos immer dabei hatte in dem Kampf. Okay. Vorausgesetzt, es hat ihn lang genug ausgehalten. Golbert war schnell tot mit Ampharos. Naja. Heilungsrunde? Ja. Schon 60. Ich hätte gesagt Sprudel auf Mantax, aber haben wir nicht, also... Muss reichen. Ja. Altaria kann auf jeden Fall problemlos den Dings vertragen. Der Limo? Ja, doch. War ja, kann das Limo? Mhm. Ja, stimmt. Ich kann zahlen, so ist nicht. Du kannst zahlen, das ist gut. Mhm. So,
Schwierig, schwierig. Mhm. Tja. So Aquarelle, Blutstrahl, irgendwie sowas in die Richtung Golbert. Ja, Aquarelle. Vielleicht kriegst du verwirrt, oder ist das Immun gegen Verwirrung? Da kann es. Es gibt nichts mit Immunität. Gegen Verwirrung. Okay. Tu mir mal einen Gefallen und geh nochmal da in die Pokémon-Übersicht bei Nachtara. Also in ja, zum Pokémon, genau. Auf Nachtara. Bericht? Den Attackenbericht, ja. Will ich nämlich für einfach alle mal wissen. Bis halt 60, 100, okay. Pintel. Ah, okay. Trifft immer, okay. Bis halt, okay, ist also gleich stark. Fendt hat den Vorteil, dass es nicht daneben gehen kann. Bis hat den Vorteil, dass es Zurückschrecken verursachen kann. Geheimpower ist also 70. Ja, okay. Mehr wollte ich nicht wissen, passt. Heißt jetzt eher Finte als... Das heißt eher Biss als Finte. Echt? Okay. Zurückschrecken ist hier um einiges sinnvoller. Auf Golbert wieder? Ja, einen nach dem anderen kaputt kriegen macht Sinn. Und Golbert ist wirklich momentan das, was am wenigsten uns Probleme bereitet. Alabis meine ich. Ja. Stimmt eigentlich, ja. Weil ich mein, Mantax tut es heilen und Nachtara kriegt davon reichlich wenig Schaden. Und solange wir noch unsere eigene Minibar mitschleppen, haben wir kein Problem. Ist verwirrt. Ja. Oh. Klappt trotzdem. Okay, schön. Solange wir so eine Minibar mitschleppen? Ja, das bin ich verwirrt. Ach, Nachtara auch immer noch. Toll. Nachtara ist einfach so nutzlos. Aber jetzt dürfte Nachtara nicht mehr verwirrt sein, weil ich glaube, drei Runden sind das Maximum. Hoffe ich. Doch mal Aquarelle, ja, glaube ich, ne? Klar, das, man weiß ja nie. Andererseits du vielleicht eher blubst. Ach, was soll's. Einfach Rinder.